Servus Leute und herzlich willkommen zu einer Review von mir, von eurem Shishami. Heute geht es mal wieder um eine Tabakvorstellung und zwar um nichts anderes außer Fibtis. Ich habe euch schon zwei Sorten vorgestellt, heute geht es um den dritten und um den letzten, den ich jetzt probieren werde, weil den Sweet Rosalie werde ich nicht probieren, Rose ist nichts für mich. Aber dafür den Green Fib Tea. Green Fib Tea, sagt uns schon mal was, grüner Tee. Green Tea. Es soll grüner Tee sein, das Ganze wird geliefert in Marmeladengläsern, 150 Gramm, 14,90 €. Zum Preis muss ich ja nicht sagen, ich finde ihn angemessen bei dem Tabak. Wer die anderen Reviews angeschaut hat, weiß meine Stellungnahme zu dem Tabak. Wie auch bei den anderen Sorten hat man hier eine Charge draufstehen, Charge 1. Dann hat man hier Green Fibtis, Green Fib Tea Aufschrift. Und ja, das Ganze ist luftdicht, also man braucht den Tabak nicht umpacken, man kann ihn drin lassen. Und deswegen finde ich Verpackungen sehr geil. Wenn der Tabak aufgebraucht ist, kommen Etiketten weg, kommt ein anderer Tabak rein, fertig. So, Schnitt ist ein feiner Schnitt, wie ihr seht. Olas hat der Tabak sehr gut aufgenommen. Und kurz zum Setup, ich rauche heute mit meiner MAG Trade Mini, meinem Shishaya Carbon Mundstück, ein Kolonial Nitzbacha Kaminaufsatz, ein Standard-Tonkopf und 4 Tonkococha Gold. Geruchlich hat man hier eine leichte Zitrusnote und dann diese volle Pfanne-Grüntee-Note und sehr frisch, sehr lecker und sehr frühlingshaft. Das Ganze, wenn man dran riecht, macht einfach mehr Bock zum Rauchen. Also, da hat man einfach Bock drauf, einfach den gleich zu rauchen. Außergewöhnlich, ich habe noch nie so einen grünen Teetabak gerochen oder etwas ähnliches, was in die Richtung geht. Und ich habe da was minimal leicht Florales. Und ja, gebaut habe ich das Ganze bündig, also komplett Tonkopf ab, aufgefüllt. Und jetzt nehme ich mal einen Zug von dem Ganzen und zeige euch mal Rauchentwicklung und dann erzähle ich euch Geschmack. Rauchen tut das Ganze phänomenal brutal, wie eine Nebelmaschine, einfach nur brutal. Hitze verträgt der Tabak sehr gut. Die anderen zwei Sorten habe ich geraucht gehabt im Vollkontakt, weil man hat den Tabak ja in der Produktion im Vollkontakt immer probiert. Aber ich zeige euch, dass es auch im Abstand geht, weil der Hersteller sagt, den Tabak kann man auch im Abstand rauchen. Und das Ganze funktioniert 1A, wirklich verträgt Hitze ohne Ende. Ja? Geschmacklich? Beim 1 haben wir etwas leicht Bitteres im Mund, was Kribbeliges. Und beim Ausatmen entfaltet sich so ein, einfach wieder Pfanne-Eistee, grüner Tee, entfaltet sich so eine grüne Teenote mit so einem leichten Litchi-Beigeschmack und etwas Floralem, was sehr leckeres und sehr, sehr gut an den grünen Tee von Pfanne-Eistee rankommt. Also es ist kein typischer grüner Tee, so einen typischen grünen Tee habe ich noch nie getrunken. Aber das Ganze erinnert mich sehr an einen Eistee und das Ganze ist auch, also im Einatmen ist er ziemlich so herb, sag ich mal, so leicht bitter und im Ausatmen ist er einfach nur sehr süß und ziemlich leicht, ja. Sehr lecker. Mal schauen, ob ich da noch eine andere Nuance rausschmecke. Ja, nee. So wie ich es gerade beschrieben habe, 1:1 ändert sich nichts. Aber das Ding verträgt Hitze unnormal. Wirklich unnormal. Für Leute, die im Overpacking-Bereich frisch sind, legt euch den Tabak zu und probiert es einfach im Vollkontakt zu rauchen. Da könnt ihr nicht viel falsch machen, ja. Preis geht völlig klar. Bestellt ihr das Ganze bei fibtis@info.de. Link kommt wie immer in die Infobox. Und das war auch schon ein kurzes, knackiges Review dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, meine Freunde, liken, teilen, abonnieren und folgt mir auf Instagram. Macht's gut, ciao.